Herzlich willkommen zu Wo liegt denn sowas? Ein wunderbares Webquiz mit Geokomponente, auch hier als Abschlussarbeit im Lernfeld 9 hergestellt. Sehr überraschend für mich grundsätzlich. Ich meine, ich habe es ja gesehen, während es bearbeitet wurde, aber eine überraschende Wahl, diese Aufgabe anzugehen. Und die wird natürlich dem Geist des Lernfelds vollkommen gerecht, wird also multimedia-mäßig voll bespielt. Wir haben hier eine Art Quiz. Inspiriert von solchen ProSieben-Quiz. Ne, wir sehen hier Team Hohecker und Team Elton. Na, Helden der frühen 2000er bis 2010er Jahre. Hier können wir also jetzt aussuchen, wo wir gequizt werden wollen. Ich glaube, ich habe Lust auf Cheese. Das ist die Kategorie, die, da habe ich erstmal überlegt, müssen wir jetzt Käsefragen beantworten? Nein, wir sehen immer ein Bild und müssen dann raten, wo ist dieses Bild? Oh, jetzt werde ich mich blamieren. Wo ist das denn? Ist das in Moskau, Guatemala Stadt oder Kampala? Ich meine da so ein bisschen große Blockbebauung zu sehen, die mich an Moskau erinnert. Das Ding ist auch ganz schön gut gefotoshoppt. Und das eine Ding sieht aus, als ob es noch gar nicht geben könnte. Ich sage einfach mal Moskau. Und habe ich jetzt recht? Ja, ich habe recht. Wunderbar. Jetzt für Team Elton 500 Punkte. Die Komponente, die Geokomponente ist also doppelt. Wir müssen nicht nur etwas über Geografie wissen, sondern wir müssen dann oft die Antwort auch auf der Karte geben. Das sieht man vor allem bei Länder der Welt. So, nochmal die Chance, mich hier zu blamieren für Team Ohrecker. Was haben wir da? Jetzt lädt's. Frage wird geladen. Hier steckt natürlich eine ganze Menge JavaScript-Kenntnis hinter, eine ganze Menge Coding-Fälle, Verknüpfungen mit Mediendateien und so weiter. Also hier steckt eine ganze Menge Logik hinter, was weit darüber hinausgeht, was wir im Kurs, was ich Ihnen jetzt erstmal so grundsätzlich beigebracht habe. Deswegen kann es natürlich sein, dass jetzt ab und zu mal was nicht so funktioniert. Gucken wir mal rein, was passiert denn hier? Also vorhin und gestern hat das gut funktioniert alles. Schauen wir mal, gibt es hier irgendeinen Fehler? Das ist jetzt da, ja, irgendwo ist hier ein Verweis im Skript auf irgendwas, was keine Funktion ist. Das ist jetzt da, warum ist das keine Funktion? Ich erkenne den Fehler jetzt nicht sofort. Gut, ich will auch nicht Sie langweilen damit mit der Fehlersuche. Die meisten funktionieren gut, deswegen probiere ich mal einfach nochmal, probiere ich das nochmal neu. Der eine oder andere von Ihnen hat es ja auch schon gesehen, so jetzt vorne. Weit weg, nicht für Länder der Welt wollten wir machen, ne? Das will wieder immer noch nicht. Gut, probieren wir was anderes. Wie gesagt, die meisten oder viele von Ihnen, zumindest aus der Klasse, haben ja schon damit rumgespielt, wissen, dass das super funktioniert. Probieren wir mal. Oh, typisch deutsch. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht ausprobiert gehabt. Was passiert jetzt? Welche Stadt ist hier zu sehen? Aha. Passau, Gera, Bielefeld. Also ich meine, Bielefeld hat das Stadion, das nennt sich ja die Alm. Das weiß ich nicht, weil ich Fußball kenne, sondern weil ein Kollege mir das mal erklärt hat. Passau ist in den Bergen. So richtig nach Dollbergen sieht das für mich noch nicht aus. Ausschlussprinzip, ich probiere mal Gera. Kann falsch sein. Ha, okay. Okay, diesmal für Timo Olka 500 Punkte. Gut. Was können wir jetzt machen? Weit, weit entfernt. Mal sehen, was das hier bringt. Da kenne ich mich einigermaßen aus. Tatooine wurde tatsächlich in Tunesien gedreht. Yavin 4 müsste entweder Kanada oder Kalifornien sein. Deswegen vermute ich mal, das sind die englischen Studios. Und das sind wahrscheinlich die Studiohallen. Das könnte also der Rebellenstützpunkt sein, wenn das innen drin ist. Oder das Seeufer von Naboo. Naboo Seeufer, Naboo. Haben die das nicht aber auch irgendwo am Mittelmeer gedreht? Dann sage ich mal, es ist das Innenleben von Yavin 4, also der Masazi-Tempel. Das könnte in den englischen Studios, in den Pinewood-Studios oder was das ist.
Oder hier in der. Ach, RAF, das sind also Hangars. Ja, habe ich recht gehabt. So. Gut, aber ich wollte jetzt noch was, wo man auf der Karte drücken muss, finden. Probieren wir mal Flaggen. Ah, genau. Klick auf einen der Punkte bzw. eine der Flächen. Also ich habe jetzt hier drei Länder zur Auswahl. Hier, was ist das hier? Westsahara, genau. Wobei das verschoben ist, sehen Sie? Westsahara muss eigentlich bis zur Küste gehen. Da ist irgendwas mit dem Polygon nicht ganz korrekt. Dann haben wir hier eine Karibikinsel. Und wo ist denn das dritte? Ah, hier. Georgien. Also Südgeorgien, Sandwichinseln. Da sind die Falklands, das ist Südgeorgien. Da gibt es eine Walfangstation und ein paar Walskelette und Pinguine. Also was muss ich jetzt machen? Also ich. Ah, die Karte. Ah, schauen Sie mal, da sind ja Pinguine und Seehunde oder sowas, Seelöwen. Und das gehört England. Das muss also. Wenn da keine Pinguine wären, könnte es auch hier irgendein Karibik. Nee, aber es wird dann hier unten, und zwar Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln. Genau, ja, ach, da steht sogar, genau. Dann ist das das. Ja, hatte ich recht. Wunderbar. Gut. So viel dazu. Sie sehen, es ist eine ganz tolle Sache. Man kann das stundenlang spielen. Die Teamverteilung, wenn man das Ganze veröffentlichen wollen würde, müsste man natürlich zumindest bei Elton und Herrn Honecker fragen, ob das vom Copyright geht. Insgesamt ist das auch mein größtes Manko. Die Quellen werden nicht richtig genannt. Ansonsten natürlich eine fantastische Arbeit. Und deswegen kommen wir auch zu folgender Bewertung. So, wo haben wir es? Herr Lukas, also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren in der technischen Ausführung. Ich gebe da trotzdem fast maximale Punkte. Ein bisschen, ich meine, ein paar Sachen funktionieren nicht so ganz richtig. Aber für das Maß an Coding, was dahinter steckt, ist für dieses Lernfeld. Ja, also klar, würde jetzt einer oder sagen, ja, das ist ja noch nicht ganz, läuft noch nicht ganz rund. Aber für das, was wir sozusagen als Ziel haben, was man lernen soll in diesem Lernfeld, und für das, was da gemacht wurde, habe ich da kein Problem, da auch trotz der paar kleinen Fehler eben diese Note zu vergeben. Und die kartografische Umsetzung, ja, da hätte man vielleicht ab und zu mal nicht den Standard, die Standardeinstellung der Polygone, der GeoJSON-Styles nehmen können, da hätte man ein bisschen noch dran drehen können. Deswegen ein ganz kleiner Abzug von der Bestnote, aber trotzdem eine wunderbare Arbeit. Herzlichen Dank dafür.